Hallo und willkommen zu Teil 4. Heute häkeln wir Kleinteile und basteln ein bisschen was und ich wünsche euch viel Spaß und gleich geht's los. So, wir kommen zu dem Teil, das später unten zwischen den zwei Schwingenbeinen ist. Ist ein bisschen versteckt, also man sieht es nur minimal. Okay, wir starten mit der Hauptfarbe und mit Nadelstärke 2,0 und arbeiten einen Fadenring mit 7 festen Maschen. Ziehen wir den Fadenring zu und arbeiten in jede Masche eine Zunahme. Also haben wir dann 14 feste Maschen. 1, 2. Und 13, 14. Jetzt haben wir jede Masche verdoppelt, ne? Kann man das abschneiden. Jetzt arbeiten wir eine Runde mit 14 festen Maschen, aber nur ins hintere Maschenglied. Du kannst natürlich dann auch einen Marker einlegen mit einem andersfarbigen Garn oder du zählst es ab. Ich habe jetzt gerade selber gar noch mal, aber das ist egal, ne? Also 14 feste Maschen, nur ins hintere Maschenglied. 3, 4, 10. Arbeiten wir wieder in beide Maschenglieder und wir arbeiten insgesamt 5 Runden mit je 14 feste Maschen. Nach den 5 Runden kommt wieder eine Runde mit 14 festen Maschen, aber nur ins hintere Maschenglied. So, dann stopfen wir das Teil. Natürlich nur so breit wie das Teil hier ist, ne? Also dann hier die Kante und die Kante, die wir jetzt gemacht haben, die sollen wir ja dann so einbücken, ne? Also jetzt machen wir 7 Abnahmen, 7 mal 2 zusammen. Und eine Kettenmasche, eine Luftmasche, Faden abschneiden und durchziehen. Jetzt schließen wir das Loch. Und bringen dann das Teil ein bisschen in Form, indem wir dann hier einmal rein und auf der anderen Seite wieder raus gehen und ein kleines bisschen versetzt das selber wieder zurück.
Dann haben wir das Teil ein bisschen in Form gebracht, ne? So. Davon nehmen wir den Faden noch etwas. So, weiter geht es mit den Federn. Das sind die Teile, die dann später hinten am Reifen so nach oben gehen, mit zwei, also auf beiden Seiten. Und wenn dann oben im Gepäckträger, also am Gepäckträger hier oben, wird das dann befestigt. Die sind auch ganz einfach zu häkeln. Da haben wir dann das Alice und also in Schwarz und oder Nadel 2,0. Du machst einen Fadenring mit 6 festen Maschen und arbeitest insgesamt 17 Runden a 6 feste Maschen. Und dann machst du eine Kettmasche, eine Luftmasche, einen Faden abschneiden und durchziehen und das Loch vernähen und den Faden, also das Loch schließen und den Faden vernähen. Und dann kommt ein kleiner Draht rein und das Ganze brauchen wir zweimal. Jetzt kommen wir zu dem kleinen Teil, das später vor den Tank kommt, zwischen Tank und Gabelpfanne. Ist auch wieder ganz einfach. Ein Fadenring mit 7 festen Maschen, insgesamt 7 Runden, 7 feste Maschen. Dann stopfen, eine Kettmasche, einen Faden abschneiden und durchziehen und dann das Loch schließen und den Faden vernähen. War schon und die Zahl hat bei mir so ungefähr 2,5 cm, 2,5 bis 3 cm. Und die Feder hat circa 6 cm. So, jetzt kommen wir zum Gepäckträger. Wir haben das Hauptgarn wieder und Stärke 2,0 und arbeiten eine Luftmaschenkette mit 5 Luftmaschen. Und dann arbeiten wir ab der zweiten von der Nadel wieder 4 feste Maschen zurück. Und 4 und am Ende eine Luftmasche und wenden. Und das Ganze wiederholen wir insgesamt für 14 Reihen. Also immer 4 feste Maschen, eine Luftmasche und wenden. Jetzt arbeiten wir eine Luftmasche und einmal 3/4 außenrum. Also eine Luftmasche. Und einmal 3/4, also an der langen Seite, an der kurzen Seite und an der langen Seite. Jetzt arbeiten wir hier in diese Lücken. Immer eine feste Masche. Jetzt haben wir an der langen Seite haben wir dann 13, 6. An der kurzen Seite haben wir 4. Da arbeiten wir dann in diese Schlaufen rein, der Luftmaschenkette. Ne? 1, 2, 3 und 4. Und auf der anderen Seite wieder die 13. Auch wieder in die kleinen Lücken da. 2, 3. Da kann man dann den Faden mitlaufen lassen. Dann brauchen wir den nicht vernähen.
Also die hier, diese vier, die arbeiten wir nicht, ne? Okay. Jetzt machen wir 18 Luftmaschen. 1, 2, 3. Und machen eine Kettmasche hier in die erste Masche. Wenn es denn will, ne? Ah ne, das ist hier die Luftmasche. Hier ist die erste Masche. Jetzt machen wir hier rein. Dann eine Luftmasche und wenden. Jetzt arbeiten wir hier in diese Luftmaschenkette arbeiten zwei feste Maschen. Also erst muss man ein bisschen so nach innen drehen, dass man da richtig reinkommt in die Luftmaschenkette. Zwei feste Maschen. Eins, zwei. Dann zwei halbe Stäbchen. Eins und zwei. Und neun Stäbchen. Eins. Zwei. Drei. Acht und neun. Und dann zwei halbe Stäbchen. Und zwei feste Maschen. Eins, zwei. Und eine Kettmasche hier in die erste Lücke der festen Masche. Kettmasche, eine Luftmasche und den Faden abschneiden und durchziehen. Kann man den Faden vernähen. Die dickere Nadel genommen, hätte ich die dünnere nehmen sollen, da wäre es schöner gegangen. Okay. So, jetzt nimmst du dir den Draht und wickelst von dem Alu-Tape ganz dünn außenrum. Also kannst du dann ein längeres Stück Alu-Tape nehmen und kannst dann ganz, ganz schmal außenrum wickeln. Je feiner du das dann machst, desto schöner sieht es aus. Wir machen ja Handarbeit, ne? Okay. Und das Teil, was wir dann umwickeln, das soll dann so lang sein, dass es so außenrum passt, ne? Einmal so bis hier hin und dann macht man hier den Knick und dann kommt von hier der Knick in die andere Richtung.
Ich muss das mal kurz hinter der Kamera machen, weil vor der Kamera geht es ganz schlecht. Finden wir das. Also die rechte Seite hier ist oben, ne? Das ist die linke Seite, die rechte Seite ist oben. Und hier kommt es jetzt dann da drauf. Jetzt kannst du mit dem Edding-Stift hier ein bisschen schwarz machen. Und da vorne auch ein bisschen schwarz machen. Das ist optional, also wenn du das magst, kannst du das machen, aber das musst du natürlich nicht. Und jetzt nähen wir das mit ein paar Stichen fest. Und so nähen aus dem einen Grund, weil das Alu-Tape, wenn wir das kleben, hebt es nicht so besonders gut auf der Wolle. Also das hebt schon eine bestimmte Zeit, aber dann geht's. Dann löst sich es wieder, ne, das Alu-Tape. Also gerade mit ein paar Stichen hier festnähen und dann auf der anderen Seite rum und hier vorne auch festnähen. Ich mache das jetzt gleich fertig und dann bin ich wieder da. So, dann schneidest du dir ein Stück aus Pappe. Und das kleben wir jetzt dann hier hinten dran. Dass es auch noch ein bisschen stabiler ist, ne? Ja, mit Heißkleber dann, ne? Welche Seite da zu sehen ist, ist egal, weil das kommt da dann unten runter, das sieht man eh nicht mehr, ne? Jetzt war der Heißkleber noch nicht richtig heiß. Und das ist ja dann die Sitzstange. Da kommt der Sitz oben drauf. Und das kommt dann später so hin. Ne? Und hier unten drunter ist der Reifen. Okay. Bitte was fertig. Teil 4 ist geschafft. Über einen Daumen hoch würde ich mich freuen. Und abonniert meinen Kanal. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Teil. Tschüss.